oft gefragt, gibt es Kaffeealternativen beim Basenfasten? Immer wieder betone ich, dass es beim Basenfasten vor allem auch darauf ankommt, sich mal für eine ganz kurze Zeit, eine Woche oder zwei, von seinen liebgewordenen Gewohnheiten zu verabschieden, damit sich ein neues, leichteres Körpergefühl einstellen kann. Insofern bin ich natürlich nicht der Freund von diesen vielen Fragen, könnte ich einen Kiki-Kaffee oder könnte ich einen Malzkaffee oder könnte ich Getreidekaffee oder einen Sichorienkaffee oder einen Lupinenkaffee trinken. Da gibt es ja viele Alternativen auf dem Markt für den echten Bohnenkaffee. Grundsätzlich muss man unterscheiden, von welchem Kaffeeersatz rede ich hier eigentlich. Wenn ich vom Ki-Kaffee rede, der Ki-Kaffee ist tatsächlich ein Bohnenkaffee. Er besteht aus gerösteten und ungerösteten Kaffeebohnen und insofern kann er gar nicht basisch sein. Damit fällt er sowieso mal raus. Dann haben wir den Lupinenkaffee. Der Lupinenkaffee, der besteht aus gerösteten Lupinen. Es gibt allerdings sehr viele verschiedene Lupinensorten und es ist mir nicht gelungen herauszufinden, welche Lupinensorte jetzt im Einzelnen dafür verwendet wird. Ich könnte davon ausgehen, dass er vielleicht basisch ist, weil ja die Lupine im Normalfall auch basisch ist. Bei den Getreidekaffees gibt es unterschiedliche Kaffees. Da gibt es aus geröstetem Getreide, aus geröstetem Hafer, aus geröstetem Dinkel oder auch aus gerösteter Gerste die Kaffees. Die werden oftmals mit einem Zusatz von Sichorie, also der Wegwarte, versehen. Die sind sicherlich alle mild. Aber wie gesagt, beim Basenfasten möchte ich dieses Kaffeegefühl nicht dabei haben, weil ich finde, es ist gut, sich mal von diesen Gewohnheiten für eine Woche zu verabschieden. Eine Sonderstellung bei dem Kaffeeersatz nimmt der Malzkaffee ein. Der besteht aus gemälzter Gerste, also einem Gersten-Malzkaffee. Und diese gemälzte Gerste ist ja eine gekeimte Gerste. Die kennen wir aus der Bierbrauerei. Auch da wird gemälzte Gerste verwendet. Und wir können davon ausgehen, dass es sicherlich basisch ist. Nur, wie ich schon sagte, beim Basenfasten lassen wir sämtliche Kaffee- und Kaffeeersätze tatsächlich weg. Allerdings möchte ich dazu sagen, wenn ihr nach dem Basenfasten vorhabt, euch basenreicher zu ernähren und wenn ihr dann eine Alternative für den Bohnenkaffee sucht, dann fände ich persönlich den Malzkaffee den allerbesten. Übrigens hat es eine sehr, sehr lange Tradition, Kaffeeersatz zu trinken. Man hat früher, als man sich oftmals den echten Bohnenkaffee nicht leisten konnte, aus allen möglichen Samen und Pflanzen Kaffee hergestellt. Meine Mutter hat mir immer erzählt, dass sie im Krieg aus Bucheckern Kaffee gemacht haben. Der soll tatsächlich auch ganz gut schmecken. Wie auch immer, ein Kaffeeersatz für die Zeit nach dem Basenfasten, aber auch für Schwangere und Stillende ist mit Sicherheit besser als ein Bohnenkaffee. Und beim Basenfasten verzichten wir auf den Bohnenkaffee, aber auch auf den Kaffeeersatz und trinken leckeren verdünnten Kräutertee. Eine Woche lang, das geht mal.